Schauen wir mal, was hier drinnen vor sich geht. Okay, scheint keiner hier zu sein. Da hinten gehen wir mal rein. Der Unterschlupf von Sayonis. Oh. Die Polizei glaubt, dass der Pinguin Black Mask umgebracht hat. Aber warum sollte er mich hierher schicken, wenn er der Mörder ist? Das ergibt keinen Sinn. Aha, machen wir mal wieder einen auf Detektiv. Mit meinem Beweisscanner kann ich das Verbrechen rekonstruieren. Die Morde sind schon Tage her. Das Feuer und die Umwelteinflüsse erschweren die Identifizierung der Opfer. Das männliche Opfer trägt eine schwarze Maske, aber ich kann ihn nicht als Roman Sayonis identifizieren, ohne eine DNS-Analyse durchzuführen, was ich hier nicht kann. Tschüss. Ist denn die hübsche Frau hier? Wer war die hübsche Frau hier? Ich kann das weibliche Opfer anhand der Fingerabdrücke identifizieren. Tiffany Ambrose, Roman Sayonis Freundin. Zumindest eine von ihnen. Sie war kein Engel, langes Vorstrafenregister. Aber nichts lässt vermuten, dass sie das Ziel war. Schauen wir uns mal weiter um hier. Das Feuer entstand durch einen Molotow-Cocktail, der in den Raum geworfen wurde. Vielleicht sollten so Beweise vernichtet werden. Jemand hat ihn erschossen. Aber wer? Die flache Flugbahn der Kugel weist auf einen Schützen von etwa Pinguins Größe hin. Aber die Rillen im Boden legen nahe, dass sich der Schütze in einem Stuhl zurückgelehnt hat. Diese Kugel stammt aus einem Revolver. Die ballistische Analyse deutet auf eine flache Flugbahn hin. Der Schütze hat in etwa die Größe des Pinguins. Doch den Schießpulverrückständen zufolge wurde die Kugel von einem auf dem Boden liegenden Schützen abgefeuert. Diese Fingerabdrücke sind die des Pinguins, aber sie sind oberhalb des Rußes von dem Feuer. Die Cops haben recht, der Pinguin war hier im Raum. Aber diese Abdrücke beweisen, dass er erst nach den Morden hier war. Wenn er Black Mass nicht getötet hat, wer dann? Das Einzige, was ich sicher sagen kann, ist, dass Tiffanys Mörder auf dem Boden lag. Aber wieso? Diese weißen Streifen hier sind Schuhcreme. Tiffanys Mörder wurde über den Boden geschleift. Außer den Opfern waren noch zwei weitere Leute hier. Tiffanys Mörder und wer auch immer ihn davongezerrt hat. Die Position, aus der das männliche Opfer erschossen wurde, verrät vielleicht mehr. Oh, da... Diese DNA-Spuren passen zu keinem der beiden Opfer. Zu wem gehören sie? Der Kampf begann, als jemand den Schützen erschreckte. Schwer zu sagen, wer gewonnen hat. Es könnte jeder von beiden sein. Ich sollte mir die Beweislage nochmal ansehen. Vielleicht erfahre ich noch etwas über den Eindringling oder den Schützen. Also wir machen hier echt ziemlich viel auf Sherlock, wa? Jetzt wieder dieses vorher rüber. Oh. Ich glaube, so rückwärts bringt das nichts. Beziehungsweise vorwärts. Springen wir zum Anfang. Laut der Gewebeanalyse trug der Eindringling einen weißen Anzug oder eine Sportjacke. Mit dieser Stoffprobe könnte ich den Eindringling identifizieren. Aber ich weiß immer noch nichts über den Mörder des männlichen Opfers. Einen Bereich habe ich noch nicht untersucht. Das ist er.
Das ist die DNA des weiblichen Opfers. Der Oxidierung zufolge ist sie schon mehrere Tage dort. Boah. Wenn ich mir die Beweislage nochmal ansehe, finde ich vielleicht heraus, was sie tat, als sie angegriffen wurde. Sie schrieb mehrere SMS an Roman Sionis über jemanden namens der Joker. Black Mask wurde umgebracht, aber das geschah schon vor mehreren Tagen. Und ich habe ihn heute Nacht noch gesehen. Alle meine Antworten werfen nur noch mehr Fragen auf. Wer ist der Joker? War er der Schütze hier? Oder ist er einer der Killer? Ich habe eine Leiche, einen unbekannten Schützen und einen Angreifer, der den Schützen überfiel. Ich muss die DNA-Proben mit der Nationalen Verbrecherkartei abgleichen, um herauszufinden, wer im Raum war. Alfred, ich brauche Zugriff auf die nationale Verbrecherkartei. Nun, dafür müssten Sie wohl in das Gotham City Police Department einbrechen. Dann ist das mein nächstes Ziel. Sir, dafür müssen Sie sich persönlich in die Server hacken. Wenn Sie so etwas Törichtes tun wollen, brauchen Sie eine starke, nicht tödliche Waffe. Ich rate Ihnen, den Erschütterungszünder hier abzuholen. Keine schlechte Idee. Hm. Holst du ein neues Spielzeug ab? Und dann ab ins Police Department? So, jetzt haben die auch ganz schön dolle, hat er ganz schön dolle viel gequatscht hier. War es ganz interessant. Mit diesen, oh. Mit diesen Beweissuchen und so weiter. Das sind kleine Gimmicks, die mir ganz gut gefallen hier, damit es nicht immer was dasselbe ist. Also wieder so ein kleines Extra-Tool. Gehen wir mal an die frische Luft, damit wir, unseren Jetfighter nutzen können. Nur er. Was hat er denn jetzt hier? Okay, warum steht er jetzt hier alleine rum? Naja, gut. Er wird schon irgendwas vorgehabt haben. 82, bitte kommt. Zentrale, hier Delta 44, können Sie Delta 82 erreichen. Bitte warten. Stufenaufstieg, das muss mal eben vorgehen. Oh, was haben wir hier? Verbessere deine Defensive, indem du ein Klingenducken mit einem Ausschalten abschließt. Mhm. Hört sich interessant an. Huch. Aber ich gehe doch erstmal, weil wir jetzt ja gleich zu den Polizisten gehen. Die kugelsichere Panzerung etwas weiter ein. Ich glaube, die werden mich wahrscheinlich ein bisschen behaken. Delta 82, Delta 82, bitte komm. Delta 82, komm. Delta 82, bitte melden. Delta 44, keine Antwort von 82. Bitte bestätigen Sie den Status von 82 vor Ort. Sind wir zentrale. Was labern die denn hier? Gut, wir fliegen erstmal zurück in die Bathöhle. Oh nein, die Bathöhle ist verschwunden. Ah, nee, das. Fliegen wir mal. Willkommen daheim, Sir. Der Erschütterungszünder liegt auf Ihrer Werkbank. Wenn Sie ihn statt Ihrer Fäuste nutzen, richten Sie bei diesen Polizeibeamten und Staatsdienern weniger bleibende Schäden an. Ist notiert. Ja, sehr begeistert.
Hier hinten müssen wir hin. Oh, das ist ja blöd, da können wir nicht hinfliegen. Durch diesen doofen Enigma. Na gut. Dann fliegen wir mal zu Coventry. Coventry! Mitten im Flug. Und die Richtung. Muss ein bisschen schneller gehen. Halt, stopp, da ist schon wieder sowas Grünes. Diese Relais auch schützen. Es ist nichts Gutes. Ich sollte alle zerstören, die ich sehe. Okay. Das ist doof, da kommen wir nicht so drauf. Müssen wir außen rum. Hineinzukommen, sonst schaffen sie es nie in den Serverraum. Verstanden. Unbemerkt. Danke. Unbemerkt ist nicht unbedingt meine Stärke. Ich gebe aber mein Bestes. Geräuschloses Ausschalten. Na denn. Ja, das zum Thema geräuschlos. Ach, falscher Eingang war. Ah. Kann jedem mal passieren. So, jetzt gehen wir hier hin. Vermöbeln. Siehst du, ich wusste es doch, dass die mich wieder voll ballern hier. Nicht. Ja, beruhig dich, du kriegst auch gleich noch eine rein. Bitch, was deine Mutter, dass du mit Waffen spielst? Na, jetzt wollte ich ihn eigentlich K.O. schlagen, keine Rauchbombe schmeißen. Aber das war, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Noch so ein Typ hier. Kommt aus allen Ecken gekrochen. Bam, Junge. Bam. So. Gut, ihr, ich lege euch erstmal schlafen. Finde ich gut so. So, und schon sind wir drin. Wenn die hier draußen schon so viele Knarren hatten, wir gar nicht wissen, was da drin gleich abgeht. Okay, erstmal ist gar keiner hier. Mache ich jetzt irgendwas falsch? Ah, sieht doch schon mal sehr verdächtig aus hier. Hast du das gehört? Ja, wahrscheinlich wieder eine geplatzte Leitung. Würde mir das ja lieben gern ansehen, aber weißt du, meine Schicht ist vorbei. Lob hat das verstanden, aber Gordon wird nicht wissen. Das wird nicht einfach. Aber wenn ich auf die Verbrecherdatenbank zugreifen und erfahren will, was in den Lacey Towers passiert ist, muss ich den Serverraum finden, ohne entdeckt zu werden. Ohne entdeckt zu werden, schaut mir jetzt schon davor.
Warum hört man den denn nur so leise? Ne, das ist nicht bei euch gerade ein Fehler. Das ist irgendwie bei... Ich höre den auch kaum. Ich muss das richtig nachlesen da. Nebenbei. Text kann man ja eh lesen. Also wegtreten, glaube ich, jetzt auch. Gut, dann gehen wir mal durch hier. Ja. Naja, sie sollten den Tatort sicher nicht quatschen. Kein Wunder, dass die Fledermaus sie überrumpeln konnte. Sag ihnen, sie sollen das nächste Mal die Augen aufhalten. Genau. Finde ich auch. Du hast es auf jeden Fall richtig gut gemacht. Das sind Angestellte der Stadt. Sie sind so korrupt, wie man sich nur vorstellen kann. Und mir im Weg. Ich wünschte, sie würden ihr Vorgehen überdenken. Sie wissen nie, ob sie ihre Hilfe noch einmal brauchen. Jedenfalls ist ihr Ziel der Serverraum. Ich habe ihn auf der Karte markiert. So, unbemerkt. Daran vorbeikommen. Das muss der Kerl sein. Ach Gott. Gut. Hab mich im Spiegelbild gesehen. Los, setzen wir ein Zeichen. Auch egal. Ich versuche jetzt hier nicht weiterhin geräuschlos vorzugehen. Ich denke, meine besten Stärken sind nun mal meine linke und meine rechte. Also setze ich die hier auch ein. Ja, und meine Sidekicks à la Chuck Norris auf jeden Fall auch. Der auch noch im Game auftaucht. Gut, wir wollen hier... Die ist zu. Auch zu. Oh, da gibt's noch einen Weg. Bringt mich mein kryptografischer Sequenzer nicht weiter. Ich muss einen anderen Weg finden. Ach, da oben ist durch. Okay. Ich habe schon gedacht, ich könnte einfach durchs Fenster springen. Aber wir sollen wieder durch den Lüftungsschacht. Dann machen wir das mal. Gegen so viele bewaffnete Männer habe ich keine Chance. Ach du Heilige. Mit Deathstrokes Fernlenkkralle kann ich über ihnen vorbeikommen. So, wir haben uns jetzt geräuschlos fallen lassen. Okay, den betäuben wir da vielleicht am besten mal mit dieser komischen Erschütterungszünder. Müsste ja was werden, nicht wahr? Ach Gott. Alarmiert diese Wache die anderen. Nein! Den habe ich... Ach Gott. Nein! Was macht er? Wo springt er? Er springt direkt in die Masse rein. Oh Gott, jetzt geht's ab. Oh. Na, das kann ja was werden hier. Also entweder wissen die nicht, wie sie reagieren sollen, oder es läuft einfach gerade mal ganz gut. Bam. Alter Schwede!
Chance gegen so viele Gegner. 9. So. Sieht irgendwie auch lustig aus. Und das war nicht mal Absicht. Ich habe gar nicht irgendwie dahin springen wollen. Aber ganz gut. Da gab es wieder ein bisschen Action. Jetzt brauche ich meinen kryptografischen Sequencer. Jeha! Dienen schützen. Dann machen wir es halt wie immer. Wenn er keinen Dreck am Stecken hat, hängen wir ihm was an. So, machen wir uns mal ein bisschen lustig, wa? Oh, doch, hier kommt. Da brauchst du jemand mal eine Lektion. Ah, schön, die zu verarschen. Erst Kriegsrecht. Zentrale. Bleib am besten lieber gleich liegen. Steh doch nicht noch extra auf, mein Freund. Siehste, da kriegst du den Ellenbogen, 360, Knockback, Double Dre, irgendwie so. Und dann war's das wieder. So, wo wollen wir jetzt hin? Wo bin ich jetzt hergekommen? Bei dem ganzen... Ach, da. Okay, da bin ich hergekommen. Da können wir nicht landen. Wie sieht's denn hier aus? Da komme ich doch gerade her. Leicht verwirrt. Ja. Out of service. Restricted area. Hier kommen wir rein. Also, was kann dein Unterbrecher denn so? Ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Aber hauptsächlich jede Menge geht dich gar nichts an. Schön, wenn du es so haben willst. Vielleicht... Du schon wieder! Überraschung. Was los? Der Weihnachtsmann wieder. Rede, oder du wirst nirgendwo hinlaufen. Nie wieder. Nee, nee! Du kannst dich mal dafür verantworten, dass du mich vom Dach geschmissen hast, Alter! Nein, du antwortest mir. Wie funktioniert dieser Unterbrecher? Frag doch die Bullen! Die Beweismittelsicherung hat ihn! Wie wär's mit einem Spaziergang auf dem Dach? Okay, okay. Du gewinnst! Er blockiert Waffen, überbrückt elektronische Schlösser und lässt du mich jetzt los? Wie ist das beim letzten Mal für dich ausgegangen? Oh. Ja. Sehr feinfühlig, der nette Herr Batman. Ach Quatsch, wo gehe ich denn jetzt lang? Ich muss ja hier durch. Ich muss mal kurz was gucken hier. So. Was machen die denn? Okay. Ah. Ach, schon wieder so ein gepanzertes Etwas. Den kümmere ich mich am Schluss. Zum Schluss. Mensch, Junge. Ich bin doch vernünftig. Alarm Nummer 1. Achtung an das gesamte Personal.
So, was ist mit euch los? Sie sollten zur nächsten Notstelle. Machst du Witze? Da kriegen sie uns doch immer. Du checkst es nicht. Anarchy checkt es, aber du checkst es nicht, Mann. Na gut. Lassen wir mal dahingestellt. So, wie kommen wir jetzt hier weg? Ah. Keiner. Sorry, dass ich beim Telefonat gestört habe. Und jetzt bin ich da. Ja, hier bin ich ja gerade hergekommen. Ich bin heute etwas orientierungslos, so ein bisschen irgendwie. Also da. Muss ich natürlich wieder durch. Wie so üblich. Das ist die schlimmste Art, Krimineller. Die Art, die denkt, ihre Handlungen wären gerechtfertigt. Die das System völlig missachtet. Verstehst du es nicht? Das System funktioniert nicht. Barbara, wach! Oh oh. Da hat wohl jemand Stress. Irgendwie habe ich die Motivation für meinen Job. Oh, mitten im Satz unterbrochen. Das müsste bestimmt auffallen. Da drüben. Da komme ich jetzt gerade nicht hin. Das glaube ich ja nicht. Komm, er steht Was doch gerade. Was ist denn mit dem passiert? Ach kacke, weil er da noch hängt, ne? Das kriegen wir auch anders hin. Mehrere Officer am Boden. Wir müssen was tun. Polizist am Boden! Wer war das? Hey, zeig dich! Verdammt! Die haben, ich glaube, die haben mich gesehen. Ich komm mal. Uiha! Ha. Dann suche ich mal weiter. So, wo haben wir denn unseren. Da ist Batman! Schaltet ihn aus! Und zwar sofort! Die haben wir beide weg. So, das kriegen wir doch nochmal irgendwie besser hin. Moment, scheint runtergefallen zu sein. Hey, wach auf und sag mir, was passiert. Och. Findet ihn schnell. Fail. So, da drüben. Das ist ein Typ. Warum tut ihr euch so schwer? Okay. Wir können das schaffen. Und die rennen mir auch gerade alle immer aus der Bahn hier. Bist du noch da? Na, komm mal hier lang. Ah. Warum zum Teufel? Boah, ist das nervig. Das ist manchmal ein bisschen buggy hier, dass ich auf einmal die Fernlenkralle da nicht benutzen kann. Hm. Und nochmal ab. Denk an deine Ausbildung. Konzentrier dich auf deine Aufgabe. Gesichtskontakt!
Gut, nicht mehr die feine Englische, aber ich hab's satt jetzt da oben auf die zu warten. Aufstieg. Jawohl. Springst in die Luft und wirfst gleichzeitig eine Reihe von Battle Ranks. Bewegungsunfähig. Nicht schlecht. Nehmen wir doch mal. T Multiboden ausschalten. Alles verfügbare Personal sollte seine Quadranten nach dem 622 absuchen. Die Person ist 1,90 Meter groß, schwarz gekleidet und hat Flügel? Soll das ein Witz sein? Nein. Solltest du nicht deinen Quadranten absuchen? Ach was, das überlasse ich den Jungs vom SWAT. Wieso das? Hast du nicht gehört? Brandon hat einen Deal mit Black Mass. Die wollen die Fledermaus töten und das kommt... Die Fledermaus! Na, steht schneller auf, als ich gedacht hatte. Alarmstufe 1. Alle Einheiten melden sich beim jeweiligen Vorgesetzten. Aktuelle Zahlen werden benötigt. Es gibt Vermisste. Was denn jetzt? Ich bin mit diesem Sicherheitsprotokoll nicht vertraut. Und die Fenster bestehen aus verstärktem Glas. Vielleicht hilft hier der Unterbrecher aus der Asservatenkammer. Dann hol ich mal den Unterbrecher aus der Asservatenkammer. Heiner. Bam. Alfred, ich komme nicht an die Asservatenkammer. Ich brauche einen anderen Weg. Die Asservatenkammer, Sir? Nun, laut diesen Plänen grenzt sie an einen alten Aufzugsschacht, an den Sie über die Krankenstation gelangen können. Ich habe ihn auf Ihrer Karte markiert. Meine Karte. Ja, toll. Okay. Ich hab's gesehen. Ah, hier komme ich doch bestimmt. Nach unten oder oben? Gehen wir nach unten. Uppa. An alle Einheiten. Berichte eines 622 in den unteren Stockwerken. Sicherheitspersonal wird benötigt. Okay, hier komme ich nicht rein. Hier auch nicht. Ich gucke mal weiter. Aufstand? Dann lasst mich raus. Euch Großer, hier sind überall Kameras. Wir lassen niemanden raus. Er hat recht. Wenn wir diesen Irren freilassen, bricht hier so richtig die Hölle los. Ich sagte, lasst mich raus. Und ich sagte, wir lassen niemanden raus. Aber es kann nicht schaden, ihm von dem Schließmechanismus an der Tür dazu erzählen. Der gerade repariert wurde? Naja, um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, wie gut er repariert wurde. Wenn ich ihr wäre, dann würde ich verschwinden. Wir sind hier schon bald aus den Füßen. Aha, na, die korrupten Cops wieder. Die kriegen wir mal direkt eine rein hier. Ah.
Oh, diese gepanzerten Drecklappen, ey. Die Knifte. Jetzt macht er da das Ding auf. Geh die auf den Boden erstmal ausruhen. So. Hier ist erstmal Ruhe drin. Hab gehört, ob dich jetzt dein Kopfgeld ausgesetzt. Willst du es selbst einlösen? Was bist du denn da? So. Hier durch reingekommen. Wie gesagt, Orientierungsprobleme heute. Nee, jetzt sind wir auf der Krankenstation. Suchen Sie den Eingang zu einem alten Aufzugsschacht. Er wird Sie in die Atomatenkammer bringen. Verstanden. Na, ich sehe schon. Fernlenkkralle. Strom. Irgendwie. Ah, schon sind wir da. Wo liegt das Teil jetzt herum? Hier nicht. Da hinten. Wahrscheinlich. Jupp, da war. Jetzt sollte ich die Sicherheitsvorkehrungen beim Serverraum überbrücken können. Alarmstufe 1. Meldungen über einen Störvorfall in den Gefängniszellen. Notfallprotokolle werden eingeleitet. Warte mal. Hier ist doch schon wieder so ein... Ach. Gut, das gebe ich mir jetzt noch. Ihr werdet gleich sehen, auf was ich wieder hinaus will. Da haben wir's. Da. Wo ist denn die... Wo ist die Öffnung? Oh Gott. Da. Und jetzt wieder durch und nicht irgendwo hinkommen. Da hängen. Gut. Ich sehe den Kasten. Ich sehe ihn. Ich sehe. Nein! Nochmal. Jetzt aber. Fliege ich geschwind wie der Wind, bloß nicht so wie eben. So, Richtung habe ich jetzt schon mal schneller gefunden. Muss ich mich nur hier noch ein bisschen umorientieren. Das war jetzt hier gleich rechts. Hätte wieder nicht. Also ihr werdet das ja vielleicht selbst merken. Diese Batarang ist so scheiße zu steuern. So. Meine Güte. Und. Tada. Da haben wir ein Enigma-Datenpaket. Wofür das jetzt ist. Ich überhaupt lang. Hier komme ich nicht weiter. Und hier sieht's hier auch nicht.
Ja, ich will da wieder zurück. Gut, ich muss den Weg einfach nur zurückgehen. Oh ne, jetzt sind sie aus dem Buch. Ich komme nur mit dem Unterbrecher da durch. Lassen wir uns gehen oder müssen wir uns den Weg einschlagen? Okay, und jetzt komme ich mit dem Sequenzer da durch, oder wie? Jawohl. Haben sie ein bisschen was angerichtet hier, wa? Mutti ist da. Was ist er für eine? Mit des U's von den Turtles gestohlen hier. Genau, so sieht das immer aus. Wer denn? Hey! Dass sie nicht abwarten können, bis sie ihre Zeit gekommen ist. Jeder kriegt ja was ab, Mensch. Wird doch unruhig. So, den haben wir mal kurz mit dem Batarang aus. Der Typ nervt so ab. So, jetzt gibt es gleich auf die Fresse. Ich glaube, ich spinne. Ja, das haut hier mit den Konter und den ganzen komischen verwegen Steuerung, Rechtsklick überhaupt nicht. Das finde ich ein bisschen blöd gemacht. Ach ja. Mein Gott. Schwere Geburt. Den Rickweg. Ne, das ist dann wieder der falsche Weg. Wir müssen da hoch. Oh. Ich hab einen Puls. Okay, gib Bescheid. Überweisen wir ihn ins Gotham General. Sofort, sobald er wieder stabil ist. Jetzt kommen wir hier durch.
Nur autorisierte. Ganz ruhig. Ich brauche Zugang zur nationalen Verbrecherkartei. Die ist hier. Du verbringst wohl viel Zeit hier. Coole Pornbox. Du überbrückst die Netzwerksicherheit. Hm. Aber du musst das Intranet auf die externe Telefonverbindung überleiten, wenn du Daten übertragen willst. Die Art von Wissen könnte ein Mädchen in echte Schwierigkeiten bringen. Sie sind unter dem Gebäude. Was meinst du? Die Telefonkabel. Über die Kanalisation hast du Zugang. Warte. Warum tust du, was du tust? Weil ich es versprochen habe. Alfred, ich bin auf dem Weg raus. Aber bevor ich eine Fernverbindung zum Server herstellen kann, muss ich die Kabel unter dem GCPD anzapfen. Sie sollten über die Kanalisation unter dem Gebäude Zugriff drauf haben. Ich markiere den nächsten Zugang. Sir, der Fledermaus hat keine Schusswaffen. Pinguins Handlanger zufolge kann der Unterbrecher ihre Waffen blockieren. Sir, ja, Sir! Da ist der Verdächtige! Mal sehen, ob es was gebracht hat. Da, tatsächlich. Scheiße, sie klemmt da gerade gesagt. Bam. So, weiter in, ab in die Kanalisation nach dem kleinen Snack hier. Hier erstmal raus komplett. Alarmstufe 1. 622 hat den Schießstand verlassen. Statusbericht. Alle Quadranten melden. Schwein gehabt. Also die, nicht wir. Ich will Ihnen nicht wehtun, aber Sie müssen aus dem Weg bleiben. Niemals. Hören Sie, ich bin auf Ihrer Seite. Meine Seite hält sich an Gesetze. Meine Seite bricht Verdächtigen keine Knochen oder schlägt ihnen die Zähne aus. Wir haben Gothens Respekt verdient. Wenn das wahr wäre, dann wäre ich nicht. Raus aus dem Schussbahn! Nicht schießen. Wenn er sich bewegt, knallt ihn ab. Du kannst nicht entkommen. Weg, da Gott! Ich mach ihn gleich! Ja, komm, nicht nochmal durchladen, mein Freund. Bleib einfach da liegen, wo du bist. So, geht doch. Sorry, Gordon. Ging nicht anders. Und ab aufs Dach.